Hallo, herzlich willkommen. Ihr seht das hier, das sieht jetzt nicht so aus wie sonst. Hier ist Eiweiß, Butter, Zucker, Schokolade, Eier, Mehl und noch ganz viele andere Sachen. Heute wird gebacken. Und da Backen kein Kochen ist, habe ich mir ein bisschen Verstärkung dazu geholt. Und zwar von unserem Konditor Herrn Korbmann. Bis gleich. Herr Korbmann, unterstützt mich heute. Wir machen heute was? Eine Eierlikörtorte. Eine Eierlikörtorte. Okay, also dann gehe ich mal hier zur Seite, weil ich habe keine Ahnung vom Backen. Und da wird als erstes, machen wir dann den Boden, dass wir den dann auch näher in den Ofen schieben und somit jetzt mit dem also mit dem Eiweiß. Haben wir hier. Ja, eine Zwei-Kessel-Methode. Da reicht dann für das aufgeschlagene Eiweiß in den ersten Kessel. Hinein? Da rein, ja. Hier rein? Ja, bitte. Sicher? Richtig, ja. Okay, ich frage ja noch. Ja. Und dann ein Teil von dem Zucker. Hälfte ungefähr? Die Hälfte dazu. Wie viel ist das? Wie viel das jetzt ist? Das sind ja 150 Gramm. Also 100 Gramm davon. Und der Rest Zucker kommt dann in der zweiten für die Buttermasse. Jawohl. Butter haben wir hier. Ja. Muss die weich sein schon? Die muss Zimmertemperatur haben. Das ist ganz wichtig, ne? Weil nämlich kalte Butter, ne, die lässt sich nicht richtig schaumig aufschlagen und somit muss man das vorher dann auf Zimmertemperatur dann bringen. Wir Köche sind ja das Schweine, ne? Wisst ihr, was wir gemacht haben? Nein. Wir haben einen Bunsenbrenner genommen, wenn die Butter zu kalt war und einfach in den Kessel warm. Ja, aber das mache ich ja manchmal auch hinter, was? Mache ich ja auch hinter den Kulissen. So, jetzt nehmen wir erst den Schneebesen und lassen dann das Eiweiß schaumig laufen. Ja, Chef, ich gehe dann jetzt aus dem Bild, ne? Ja. Gut. Und dazu wird dann nachher zu dieser Buttermasse die Eigelbe dann nach und nach dazugegeben. Warum machen wir denn eigentlich zuerst das Eiweiß und nicht zuerst die Butter? Der Grund ist denn darauf, weil durch den Schneebesen brauche ich den nicht extra sauber machen. Somit habe ich das Eiweiß dann schon fertig. Und es wird auch nur cremig gerührt, nicht steif schlagen. Das ist auch wichtig. Was, die Butter oder die? Nee, das Eiweiß. Wird nur cremig gerührt. Also ich bleibe da mal dabei, ne? Ja. Okay. Dann habe ich auch hier schon den Boden, den Ring schon vorbereitet. Der ist jetzt in Alufolie und kann dann dementsprechend nachher dann den ganzen Teig dann da reingefüllt werden. Aber würde auch so ein haushaltsüblicher Tortenring von zu Hause gehen, wenn der unten der dicht ist? Der wird auch dann funktionieren, ja. Okay. Und dann auch mit Backpapier dann. Aber Backpapier muss sein? Backpapier muss sein darunter. Ist das Schokolade? Das ist Kuvertüre, ja. Ja, wirklich? Zartbitter. Okay. Mehl habe ich gesiebt. Warum macht man das mit dem Sieben? Mit dem Sieben, damit dann erstmal Luft runterkommt und da dann keine Klümpchen bei drin hat. Ich habe mal gelernt, das hat man gemacht, weil früher mit den Steinplatten da noch Steinreste drin waren und so. Ja, das ist ja dann die alte Zeit von früher. Ja, also deswegen hat man das so. Heutigen Zeit, nee, das ist wegen, dass da ein bisschen wieder aufgelockert wird, weil Mehl im Sack, da sind auch verklumpte Teile drin und somit tue ich das vorher sieben. Okay. Da haben wir einmal Vanillezucker und einmal eine Prise Salz. Die Prise Salz macht der Stefan Schnieder noch kurz zum Eiweiß. So, Eiweiß ist fertig. Dann gebe ich hier noch zur Buttermasse noch das Vanillezucker dazu. Also wenn meine Frau das nächste Mal sagt, erst Eiweiß schlagen, dann Schneebesen wieder sauber machen und dann Butter schlagen, kann ich sagen, ist Quatsch. Nee, weil das macht ja keinen Sinn, weil das Eiweiß wird dann nachher mit der Buttermasse so zusammengerührt. Okay, aber es verhindert jetzt auch nicht, dass die Butter schaumig wird oder so? Nein. Na gut, dann ist es genau andersrum, wenn ich jetzt zuerst die Butter mit dem Schneebesen sauber... Ah, durch das Fett, ne? Durch das Fettgehalt ist das dann. Und somit muss dann auch hier bei dem Kessel, der muss fettfrei sein. Gut. Fettfrei, also schön sauber und sauber, so weiter. Ja. Bei Salzburger Nuckern ist das auch so. Das ist richtig, ja. Ich werde jetzt die Haselnussgrieß und das Mehl einmal kurz mischen. Ich habe jetzt einmal die Butter-Eigelb-Mischung in dem einen Kessel und das aufgeschlagene Eiweiß in dem anderen. Es wird vorsichtig untergehoben und zwar das Eiweiß zur Eigelbmasse, zur Butter-Eigelbmasse. In der Zeit hatte ich dann den Ofen auch vorgeheizt auf 175 Grad für 30 Minuten gleich. Und
Na, ist auch wichtig, dass wir dann auch mit der Zeit keine Schneenester drin haben. Das heißt dann so Eiweißnester, dass dann da so weiße Flocken dann nach dem Backen dann überbleiben. Jetzt nehme ich etwas von der Mehlmischung dazu, dass dann eine bessere Bindung gibt. Backen ist ja für mich ein Albtraum, ne? Albtraum? Boah, voll. Aber wirklich. Das ist so. Ich weiß nicht, ich habe auch ein Problem damit, Backrezepte richtig zu lesen. Ne? Also dann verwechsel ich Mehl und Zucker in der Menge, ne? Und ach, ganz schlimm. So sieht es jetzt aus. Jetzt gebe ich die Nuss-Mehl-Mischung dazu. Und jetzt anstatt mit dem Schneebesen nehme ich dann jetzt den Schlotzer. Vielen Dank. Wie haben Sie den genannt? Ein Schlotzer. Okay. Kommt aus dem Schwäbischen. Ja, okay. Hab ich noch nie gehört. Ja, hier im Ruhrpott sagt man Gummilusche. Okay, ja. Ja. Und im Schwäbischen sagt man dann Schlotzer. Okay. Die Kuvertüre kommt jetzt zum Schluss noch dazu. Was ist der Unterschied zwischen. Ist das Schokolade? Schokolade hat mehr Zuckeranteile und ja. Kuvertüre hat weniger Zuckeranteile. Ja, schmeckt. Deswegen dem, ja. Aber das ist Kuvertüre. So, nehmen wir einmal hier rein alles. Wird das ein Boden oder zwei? Das werden dann zwei Böden. Also von dem Boden kann ich dann zwei Eierlikörtorten herstellen. Hey, das ist aber, der ist ja so gut wie leer. Ja? Ja. Also ich bin eigentlich hier, um das auch zu, also auch um den Teig zu probieren. Na Gott, Mann. Okay. Unglaublich. So. Das muss jetzt in den Ofen, ne? Das kommt jetzt in den Ofen. Ich könnte mich damit auch zurückziehen. Das geht auch. Jetzt kommt der Biskuit, also die Eiermasse, kommt dann jetzt in den Ofen rein. Jetzt haben wir den Boden einmal auskühlen lassen und habe den schon sozusagen auch geschnitten. Wie man sieht, ist auch da die Kuvertüre sehr cremig in dem Boden. Dann die Vorbereitung, Schellandine, Kirschwasser, Eierlikör und Puderzucker. Und dazu die Sahne. Das klingt nach Spaß, Herr Kochmann. Ja. Was brauchen wir als erstes? Wichtig ist, kaltes Wasser muss in der Schellandine und dass sie dann auch sehr weich wird dann. Und jetzt werden die leicht ausgedrückt. Acht Blatt? Acht Blatt haben wir da drin, ja. Dann mit etwas Kirschwasser. Oh. Dann leicht erhitzen, erwärmen. Der Stefan hat kann man einen Schneebesen. Zum Verrühren sozusagen. Nicht kochen. Und die Schellandine darf nicht gekocht werden. Darf nicht blub machen. Einmal blub ist schon zu spät. Nur ne? Kurz, dass das aufgelöst ist und dann kommt dann die Eierlikör dazu. Puderzucker gebe ich zur Sahne. Eierlikör jetzt dazu geben? Ja, bitte. Jetzt ein bisschen Sahne noch zur Eierlikörmasse dazu. Das nennt sich dann das Angleichen von der Masse. Von der Temperatur, dann. Ne? Jawohl. So, jetzt kannst du komplett da rein. Das Wichtigste dabei ist, dass man das vorsichtig unterhebt, sodass die Sahne nicht gerinnt. Und darum habe ich jetzt sehr genau nachgeschaut, dass die Schellandine nicht so heiß wird. Und auch die anderen Zutaten dann dementsprechend. So, die Masse wird eingefüllt. Vorher müssen wir die probieren, ne? Ja. Müssen wir machen. Stell dir mal vor, wir würden da was draufgeben, was dir schmeckt. Ich nehme einmal den gelben Schlesinger noch. Jawohl. Danke. Kann ich dann so jetzt kalt stellen. So circa 20 bis 30 Minuten, dann können wir den Gelee drauf geben. So, Herr Kochmann, jetzt machen wir die Creme hier, ne? Ich brauche noch den kleinen Moment. Ich muss auch noch hier den Holzspieß, dass ich dann... Ja, aber ich mache schon mal die Creme, oder? Also den Gelee, ja? Ja, den Guss. Den Tortenguss da, ne? Also Eierlikör. Ja, ist ein Gelee, kein Guss, oder? Ja, Sie sind hier der Experte. Ach so, ich habe also keine Ahnung. Jetzt, ich bin nur hier, jetzt, ich weiß nicht, drauf. Weil ich jünger bin. Man sagt auch Spiegel dazu. Ja gut. Ja. Gelatine rein, ja. Ne? Hier ja. Rein. Okay.
Dann macht er auch wieder ein bisschen Eierlikör dazu. Bisschen oder alles? Nein, ein bisschen nur, weil das soll ja nicht zu heiß werden. Und dementsprechend soll das dann nachher wieder angeglichen werden. Okay. So, das Land. Dann hole ich jetzt am besten die Torte aus dem Kühlschrank, ja? Ja. Die ist ja jetzt fertig, okay. Ich lasse das hier stehen. Ich kann so stehen bleiben. Ich kann sie damit allein lassen, ja. Wir haben es aber noch nicht angeglichen eigentlich, ne? Doch, ich habe ja schon Eierlikör drin. Oder noch mehr. Also, naja, wenn die Torte, dann machen wir alles dann dazu. Okay. Dann wir das nicht vergessen. Dann. Ja, also ich hole jetzt die Torte, ja. Dann machen wir den Eierlikör komplett ja. Da rein. Und Sie kümmern sich hier um die Schokolade. Ja. Läuft, jetzt läuft es. Jetzt wird der Eierlikör komplett dazugegeben. Und die komplette Masse kommt dann jetzt hier oben als Spiegel dann rübergelegt. Ich habe dann in der Zeit die Kuvertüre vorbereitet. Die ist dann leicht flüssig, nicht zu heiß bitte. Was passiert, wenn die zu heiß ist? Die Kuvertüre wird dann beim Erkalten wird die grau. Okay. Einfach draufgießen hier? Ja, vorsichtig draufgießen. Also so verteilt draufgießen dann. Ja, genau. Jetzt kommt dann hier die Dekoration. Als Lehrling musste ich das auch ein paar Mal üben, weil das sieht jetzt einfach aus. So ist sie jetzt fertig. Stellen wir dann wieder kalt. Das ist so. Ist okay? Ja, natürlich ist das okay. Also man muss dazu sagen, das ist natürlich sehr, 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 sehr klassisch. Ne? Also es gibt heute eine klassische Eierlikör. Wird ganz klassisch, ja. Ne? Also. Also nach Konditorenart. Ja. Jetzt haben wir die zwei Eierlikör-Torten jetzt soweit vorbereitet. Aber wir haben doch nur eine gemacht. Genau, eine hatte ich dann in der Frühe sozusagen hergestellt. Und jetzt habe ich außenrum noch einmal den Sahnerand plus die gerösteten Mandeln noch dazu gegeben. Jetzt werde ich mal eine anschneiden. Anschnitt aus. Ist auch geeignet für das tägliche Eierlikörchen für schwere Zeiten, ne? Ja. Oder? Okay. Also nur mal so an alle da draußen, das ist nichts für Kinder, ne? Weil der Alkohol ist hier nicht verkocht, der ist da noch im vollen Umfang enthalten, nicht wahr? Richtig, ja. Ja, also da ist ja. Nichts verkocht oder sonst keine, irgendwas, keine ne? Auf gar keinen Fall. Und für Kinder lässt man einfach den Eierlikör weg oder? Und macht dann oben ein bisschen, was macht man da, so ein Vanille? Da könnte man mit Vanillespiegel oder einen Himbeerspiegel kann man setzen. Ja. Und dann halt anstatt mit Eierlikör auch ein bisschen Quark und ein bisschen Vanillearoma dazu geben. Okay. Ja, dann. Minuten, ja. Also ich habe das vorhin schon gesagt, ne? Die sehen ja fast gleich aus. Ich könnte das nicht. Also, ja. Es ist schon... Ist richtig, ne? Köche sind keine Metzger, Köche sind keine Konditoren und wir sind auch keine Bäcker. Wir sind Köche. Und deswegen teilen wir uns, sag ich jetzt mal, in so großen Küchen, wie wir jetzt hier eine haben, immer auf. Ne? Also ich könnte das vielleicht schaffen, aber ich glaube, ich hätte zweimal Nerven zusammengekriegt bei dieser ganzen Nummer. Also das sah sehr leicht aus und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ihnen bei der Arbeit zuzuschauen. Vielen Dank. Und auch an euch, macht's gut und ja. Viel Spaß beim Nachmachen, ne? Oder? Ja. Okay. Alles Gute. Ciao.